Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Reaction und zwar Bye Bye Miguel tatsächlich. Ich habe ja vor 6 Jahren habe ich mein Video mit den meisten Klicks tatsächlich hochgeladen. Das waren noch Zeiten, Alter. Das ging auch gut ab. Da will ich mal ganz kurz in den Analysen gucken, wie so die ersten Tage davon waren und wie viel Geld ich damit eingenommen habe. Ja, Junge, läuft doch. So ein Ding ist das nämlich. So, warte, wir gehen mal hier auf Benutzerfindiert. Wir machen einfach mal 5.2.2023. Wie viele Klicks hat das in einem Monat gemacht? Warte, das war falsch. Wann kam das Video raus? Irgendwie eben gerade was anders. 20.09.2016. Ich weiß auch ganz genau, ich habe das Video fertig gemacht und bin deswegen nicht zum Training gegangen oder zu spät zum Training gekommen, weil ich das Video hochladen wollte. Und was soll ich sagen? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Junge, was? Alter, das wusste ich gar nicht. Das hat am ersten Tag 200.000 Aufrufe gemacht. Am zweiten Tag dann 165.000, 117.000, 75.000. Alter, das ging ja mega ab. Vor allem, ja, 900 Euro ist dafür aber tatsächlich super wenig. Also CPM damals noch nicht so gut. Okay, ja, wir gucken einfach mal rein. Boah, Junge, hier habe ich aber hier auch richtig eine Beschreibung gemacht und so. Mal Tja, gucken. das geht an dich. Ja, Leute, am Intro Geil. habt ihr es ja schon erkannt. Heute geht es um Miguel El Pablo. Sollte man an dem ja auch bereits erkannt haben. Bevor wir jetzt Oh, aber das wird anfangen, muss so ich mich schwer, das erstmal alles von zu den zensieren, ne? zwölfjährigen Kindern rechtfertigen, die jetzt sowas schreiben wie: Nur weil die Beef haben, machst du ein Video. Du willst nur Klicks. Ich habe bereits am 17. September um Oh, Junge, 1200 1:16 Uhr Likes, das war gepostet, dass ich noch. dieses Video mache und hatte vorher auch schon ein altes Split mit Miguel fertig. Zu der Zeit war gerade mal der Diss gegen Herrasch draußen, aber nicht die Antwort. Also war der Beef da noch gar nicht so hochgeschaukelt. Außerdem war der Diss-Track gegen ihn noch so unglaublich schlecht und fremdschamerregend, dass ich nie gedacht hätte, dass Herrasch dazu ein 30 Minuten Antwort-Video Junge, macht. das waren noch Zeiten, als die gebieft haben, Alter. Junge, die haben ja wirklich dann Sprachnachrichten veröffentlicht, irgendwelche Und ihr Nachrichten und wisst ja so. gar nicht, wie stressig es Junge. gerade ist, ein Video gegen Miguel zu machen. Boah, endlich, ey. Nach 30 Stunden Arbeit habe ich das perfekte Zerstörungsvideo gegen Miguel gemacht. Das ist so krass. Digga, ich sehe da noch richtig dünn aus irgendwie, ne? Alter, du hast mitbekommen, Herr Rasch hat ein 30 Minuten Antwortvideo gemacht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Boah, nach weiteren 20 Stunden Arbeit habe ich nochmal so ein unglaublich krasses Great-Video gemacht. Ehrlich, Hammer, alle Infos sind jetzt drin. Jo, hast du mitbekommen? Miguel hat ein 23 Minuten Antwortvideo gemacht. Och komm, das kann doch nicht deren Ernst sein. Mein Video soll sich allerdings nicht auf Ja, den. es war aber wirklich so. Das war so anstrengend, die ganze Zeit irgendwelche neuen, richtig langen Videos, wo aber auch richtig krasse Informationen immer drin Beef waren. beziehen, natürlich muss ich jetzt trotzdem was dazu sagen. Wer es nicht mitbekommen hat, hier die Zusammenfassung. Miguel hat eine richtig schlechten Diss-Track gegen Herrasch gemacht, wo er Du hast private so Dinge einen rein. Glowdown Tut. bekommen. Herrasch hat ein 30 Minuten Antwortvideo gemacht, wo er durchgehend Chatverläufe und Voicemails veröffentlicht. Miguel hat ein 23 Minuten Antwortvideo gemacht, wo er ebenfalls Chatverläufe und Voicemails veröffentlicht und sich teilweise mega schlecht rausredet. Ende. Also bisher, und ich hoffe, das bleibt auch so, um ehrlich zu sein. Im Grunde kann man sagen, dass YouTube Beef anscheinend als paralympische Disziplin durchgekommen ist und die beiden jetzt um die Goldmedaille beefen. Aber völlig egal, wer von euch beiden das Ding jetzt gewinnt. Ihr bleibt trotzdem. Allerdings muss es natürlich trotzdem einen Sieger geben und diesen werde ich jetzt mal eben ermitteln. Miguel bekommt 2 Minuspunkte für den unglaublich schlechten Diss-Track gegen Herrasch. Herrasch bekommt 1 Minuspunkt, weil er aussieht wie eine Hardcore-Lesbe und 1 Minuspunkt, weil er aussieht wie 14. Miguel. Er bekommt 1 Minuspunkt, weil er dumm ist. Herrasch bekommt 2 Minuspunkte, weil er ein ehrenloser Hund ist, der fremd geht. Beide bekommen 1 Minuspunkt, weil die Videos zu lange sind. Herrasch bekommt 1 Minuspunkt, weil er sein Antwortvideo nicht alleine gemacht hat, sondern noch irgendein Random darüber gehandelt ist. Und Miguel bekommt 2 Minuspunkte, weil in seinem Antwortvideo 2 Randoms da sind. Und 1 Minuspunkt, weil es Miguel Pablo ist. Und noch einen, weil er als erster private Dinge rausgehauen hat. Macht insgesamt minus 8 zu minus 5. Also Herrasch, du hast weniger Fremdscham verursacht. Herzlichen Glückwunsch. Vor allem kannte ich. Ach, Digga, das war noch Zeiten, Ich Alter. diesen Herrasch vorher einfach mal gar nicht und als ich dann so mit Darky ein Video von ihm angeguckt habe, war meine erste Frage, ohne Spaß, hä, die darf doch noch gar kein Auto fahren. Vielmehr will ich zu dem Beef an sich auch gar nicht sagen, im Grunde gibt es hier. Ja, man muss sagen, er sah damals halt wirklich schon so aus, ne? Keine Ahnung. Also ich find's halt nicht schlimm, heute würde ich auch niemanden mehr dafür fronten, ne? Aber. Einfach keine Gewinner. Beide haben sich gegenseitig komplett schlecht dastehen lassen mit den ganzen Voicemails und Chatverläufen. Also ich bin ja schon einer, der in der Vergangenheit auch mal eine Voicemail oder sowas rausgehauen hat, die dann aber nicht allzu schlimm war. Aber die beiden, die übertreiben das ja einfach mega. Die haben ja echt alles rausgehauen, was privat mal irgendwann zwischen denen passiert ist. Wo ich mir nur die Frage stelle, muss das sein? Muss man so unglaublich übertreiben? Ich will hier auch gar nicht feststellen, wer jetzt recht hat oder wer nicht. Das können wir sowieso nur ganz schwer entscheiden, da wir den Zusammenhang der einzelnen Nachrichten nicht kennen, sondern eben nur diese einzelnen Nachrichten, weil man das halt so am besten gegen den anderen benutzen kann. Beide haben in ihrem Video wohl einiges aus dem Zusammenhang gerissen. Man kann aber wohl
wohl sagen, dass beide einfach Vollidioten sind, wobei sich Miguel meistens... Ja, das ist halt immer das Problem, ne? Wenn so zwei Leute Beef haben und dann private Nachrichten geleakt werden, so ist es ganz, ganz selten so, dass man wirklich sagen kann, okay, Person A oder B hat da wirklich recht, weil man muss tatsächlich sagen, du kennst halt den Kontext der Nachrichten nicht, ne? Es ist ja auch klar, dass du nur das zeigst, was dem Gegner schadet. Also Herrasch wird ja keine Sprachnachricht zeigen, wo Miguel Pablo sich gut verkauft und andersrum halt genauso, ne? Deswegen finde ich so dieses ganze Leaken und so sowieso extrem dämlich, weil es bringt dir halt nichts. Also du kannst dich damit nicht gut verkaufen, das geht nicht. So, wenn du anfängst zu leaken und der andere macht es auch so, steht ja beide einfach schlecht da, ne? Das hat man jetzt ja auch gesehen bei den, hier, wie heißt es denn? Das hat man jetzt auch wieder gesehen bei Gepark und Ehren Marius, so. Beides einfach dann nicht so intelligente Leute, wenn die sich da gegenseitig hops nehmen wollen. Die schlecht mit, hey, das war nur ein Witz, rausgeredet hat, ja. Ist klar, es ist alles ein Witz, was dann plötzlich gegen dich verwendet wird, wa? Abgesehen davon verstehe ich Leute, die sowieso nicht. Du kannst überhaupt nicht rappen. Dein Flow ist für die Tonne. Wer auch immer deine Tracks abmischt, der gehört einfach geschlagen. Mal ganz abgesehen von dem übertrieben Wacken Text. Anscheinend meine Ex die Tracks gemischt, wa? Und das ist auch nicht nur in dem Rap so. Er hat ja schon einige Songs davor rausgehauen, unter anderem auch Armageddon. Das eigentliche Armageddon war der Ohrenkrebs, den man danach bekommen hat. Ich kann zwar auch nicht rappen, aber wenn ich mal was raushaue, dann eher als Parodie und humorvoll aufgebaut. Du meinst das ja anscheinend komplett ernst. Aber warum macht er das? Weil es Geld bringt. Ganz einfach, er verkauft seine Tracks zwar nicht, allerdings sollte jedem klar sein, dass schlechte Songs meistens viele Klicks bekommen, weil sie natürlich oft gehatet werden. Dazu hat er jetzt endlich etwas, womit er für viel Geld bei den Videodays auftreten kann. Denn was soll ein talentfreier, austauschbarer Vollidiot schon großartig auf einer Bühne machen? Richtig schlechte Songs vortragen, wie viele andere YouTuber auch. Anders kann ich mir seine Fremdscham-Rap-Videos einfach nicht erklären. Du kannst mir einfach nicht erzählen, dass du selber denkst, du hättest auch... Gut, ich weiß nicht. Also ich glaube, sowas hat man früher immer auch sehr, sehr negativ gesehen. Also ich glaube schon, dass er Spaß irgendwo daran hatte, halt diese Raps zu machen. Ich muss aber auch sagen, also wenn du wirklich dann auf Ernst versuchst, Rapper zu werden und du merkst, okay, ich bin halt einfach noch nicht so weit, dass sowas veröffentlicht wird. Und das war ja wirklich, also guckt euch, ich weiß nicht, ob die Songs noch online sind, aber hört sie euch an, die waren wirklich super schlecht. Ich glaube nicht, dass er das nur gemacht hat, um jetzt zum Beispiel irgendwo auftreten zu können oder whatever, sondern damals war es ja auch relativ normal, dass wenn du Reichweite hast, du auch Songs rausgebracht hast. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Miguel Pablo schon auch Bock hatte, diese Songs zu machen, ne? Nur minimal irgendetwas drauf. Vor allem meint dieser Herrasch in seinem Video, du hättest den Text nicht mal selber geschrieben. Ohne Witz. In dem Text kommen Reime vor wie kommt auf herkommst und Bruder auf hart oder sowas. Anschrieb auf lief oder auch fame auf schämen vor. Und du willst mir ernsthaft sagen, du hast diesen Abfall nicht mal selber geschrieben. Selbst Kindergartenkinder hätten krassere Reime rausgehauen, Junge. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt, doch du hast vergessen, wo du herkommst. Vor allem auch, die Line hat auch doch gar keinen Sinn. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt, doch du hast vergessen, wo du herkommst, so, hä? Wolltest meine Klicks, meine Abos und mein Fame, doch betrügst tausendmal deine Freundin, dafür solltest du dich schämen. Wie kann man nur so eklig sein und fremdgehen? So eine Ratte, ich will dich nie wieder sehen. Was für... Aber vielleicht gibt es ja auch Textzeilen. Ja, Digga, also die Reime, also jetzt, es ist ja, also ich finde es halt nicht mal schwierig, gute Reime zu finden, so. Aber wie kann, also wenn man sich so wenig Mühe gibt, also. Wenn man minimale, irgendwie sinnvolle Angriffsfläche draus lesen kann, fakst jedes meiner Videos, du sahst das, nichts mehr lief. Erst die Holes, dann die Haare, dann mein Lied. Okay, du bist also der Meinung, er würde dich nachmachen. Stimmt, du hast natürlich deinen ganz eigenen Style und auf deine Videos bist du sicherlich auch von selber gekommen. Ich meine, du warst immerhin der Erste, der Sneaker-Unboxings gemacht hat und du warst auch der Erste, der in irgendwelchen Sachen gebadet hat. Ach ja, und du warst auch sicherlich der Erste mit Pfeilen im Thumbnail und der Erste, der gefakte Stories rausgehauen hat. Aber wenigstens sind deine Haare nicht nachgemacht, oder? Ach, Junge. Ja, Mann, Alter, der hat so immer die Frisur von Justin Bieber nachgemacht, Alter. Das waren noch Zeiten. Du bist einfach der Imbiss von einer Person, die einfach kein einziges Talent hat. Du hast einfach null Eigenleistung und machst durchgehend das, was auf... Ja, ich weiß ja, so per se finde ich es ja auch nicht schlimm, irgendwie die Frisur von anderen Leuten zu nehmen. Ist ja auch in Ordnung, kann man ja auch machen. Aber gerade anderen vorzuwerfen, dass du irgendjemanden nachmachst, während du selber halt durchgängig die Frisur von irgendjemanden nimmst, weiß ich nicht, Bro, schwierig. Du gerade viele Klicks bringt, den Standard. Content halt mit deiner Art gepaart, sogar noch schlimmer als jeder andere YouTuber in Deutschland. Du bist einfach der Hauptgrund, warum YouTube Deutschland so krass am Boden liegt. Und einer wie du, der wirklich alles klaut und nachmacht, beschwert sich darüber, dass jemand angeblich irgendetwas von dir geklaut hat. Junge, wie dämlich kann der Mensch eigentlich sein? Noch mehr Lines werde ich aus dem Video aber nicht rausnehmen. Ja, ich klinge da wie Julians Blog, aber ich habe das tatsächlich damals einfach nicht nachgemacht. Ich habe einfach versucht, irgendwie ein bisschen die Worte halt zu betonen, um nicht so monoton zu klingen. Ich bin ja nicht Just Nero.
echt zu dumm. Null Inhalt, null Tiefe, null Sinn. Wisst ihr, man hört den Track von John Webber und denkt sich so, Junge, schlechter geht's eigentlich echt nicht mehr. Aber dann kommt einfach ein Miguel Pablo um die Ecke mit dem schlechtesten Diss-Track der Milchstraße. Vor allen Dingen geht der Track 2 Minuten 30. 2 Minuten 30. Und er sagt am Ende einfach, und ich hab so viel noch nicht gesagt. Was mit deinem Cousin, der mich abziehen wollte, du Schwuchtel? Ist das dein Ernst? Miguel Pablo. Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Du machst einen Track, der 16 Zeilen lang ist und sagst hinterher allen Ernstes, dass du so viel noch gar nicht gesagt hast, wo die 16 Zeilen alleine schon überhaupt gar keinen Inhalt bieten. Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Wie kann man nur so dumm sein, wenn der Track 10 oder 15 Minuten lang gewesen wäre? Okay, aber du bringst einfach gar nichts. Der Track ist komplett Absturz und du sagst nach einer Minute rappen, einer Minute, dass du so viel noch gar nicht erwähnt hast. Ja, du hattest ja nicht mal die Zeit dafür. Und warum macht er das? Weil Bushido das gleiche gemacht hat. Nachmacher. Und ich hab so viel gar nicht erwähnt, Alter. Mit so einer Aussage konnte man sich mal richtig... Ja, safe. Also, da muss ich halt echt sagen, ich habe es auch nicht verstanden. Also, du machst halt einen Diss-Track, der 2 Minuten geht. Vor allem ist der Text ja nicht mal gut geschrieben. Also, ganz ehrlich, den schreibe ich dir halt in 3 Minuten runter. Und nach 10 Zeilen zu sagen, ja, ich habe so viel noch gar nicht gesagt, ist halt schon einfach wack. Also, wirklich. Und jemand wie du nimmt sich allen Ernstes raus, anderen vorzuwerfen, dass man bei dir klauen würde oder was. Vor allen Dingen nennst du dann noch eine Sache. Wow, du hast ja noch richtig viel nicht rausgehauen. Da hätte man ja definitiv nicht noch 4 oder 6 Zeilen schreiben können. Nee, also da war echt kein Platz mehr bei dem Track. Jetzt kommen wir aber noch mal kurz zu seinem Statement. Nein, ich nehme jetzt nicht die ganzen 23 Minuten auseinander, das lohnt sich nämlich gar nicht. Inhaltlich kann man das eh auf 5 Minuten runtersetzen, aber je mehr man rumheult, desto besser. Was ich einfach am lustigsten finde, ist übrigens die Tatsache, dass Miguel Herrasch als zeichnet. 2-mal in seinem Track und 1-mal im Titel. Schauen wir uns doch einfach mal das Video Bringt euch um an, wo du sogar neben Herrasch sitzt. Ihr sagt, wir sind 2, auch wenn das völlig unbegründet ist, weil wir, keine Ahnung, weil wir nicht sind. Du sagst also selber, es juckt euch nicht und ihr seid ja auch gar nicht. Nutzt es dann aber selber in einem Diss-Track. 3-mal. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das Beste ist übrigens, dass... Ja, ich muss, glaube ich, nie so viel zensieren wie bei diesem Video, ne? Alle seine Videos als Creative Commons gekennzeichnet sind. Heißt, ich darf alles von ihm benutzen, solange ich ihn verlinke. Und alle Links zu den Videos, die ich hier benutzt oder eingespielt habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Als erstes rechtfertigt er sich zu dieser Carina-Sache. Story, Herrasch und sie waren getrennt. Miguel hat sie anscheinend angeschrieben und er und irgendein Kumpel haben Herrasch damit aufgezogen. Für Miguel war das Ganze nur ein Spaß, jetzt einfach... Egal wie Herrasch das fand, aber wie kann man bitte sein? Was ist daran bitte lustig, die Ex von einem anscheinend guten Kumpel anzuschreiben? Das ist einfach ein riesengroßer Move. Selbst wenn Herrasch sagt, es juckt die nicht. Natürlich sagt man sowas. Man will nicht als Weichei dastehen und sowas sollte man merken. Aber ich bin auch so noch nie... Ja, safe. Also ich muss auch sagen, ich finde es absolut uncool, wenn du irgendwie die Ex von irgendeinem Kollegen oder sowas anschreibst. Ich finde so... Das darf man einfach nicht. So, das darf man irgendwie einfach nicht. Das ist so der Bro-Kodex einfach. So, auch wenn du dir denkst, ey, ich liebe dich schon mein ganzes Leben, das ist meine Traumfrau, so. Bruder, nein, so, lass es einfach so. Versuch's erst gar nicht. Lass gut sein. Ja, hör auf, such dir eine andere. So, weil, keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel auch keine Gefühle mehr für Gina. So, ne, wir sind jetzt auch ein Jahr getrennt, so, es ist mir egal. Aber wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, Manuel würde jetzt ankommen und sagen, jo, ich bin mit Gina zusammen. Das wäre nur weird so, es wäre nur weird so. Nicht, weil ich noch Gefühle für sie habe, sondern so, keine Ahnung, das ist einfach, man macht sich einfach nicht an die Ex-Freundin von irgendeinem Kollegen dran. So, ich finde, das muss einfach nicht sein. Und ich finde es auch nicht lustig, der zu schreiben und dann ihn damit aufzuziehen und so, das muss auch einfach nicht sein. So, das ist halt absolut unnötig so, ne? Nie auf die Idee gekommen, mit irgendeiner Ex oder einem Kumpel zu schreiben und das dann meinem Kumpel unter die Nase zu halten. Daran ist einfach überhaupt gar nichts witzig. Aber gut, ich meine, wer es cool findet zu dabben. Wer nimmt Diss-Tracks überhaupt ernst? Schaut mal bei Julians Blockbattle vorbei, das ist ein Stilmittel. Das ist normal, sich zu beleidigen. Ah, ach so, es ist heutzutage also komplett normal, seine Freundin Videos ernsthaft zu beleidigen und private Dinge... Ich habe damals absichtlich mit so viel Druck ins Mikrofon geredet. ...herauszuhauen. Okay, da... Wie geht's einem Scheidenpilz? Hä? Jetzt seid doch nicht sauer. Wer nimmt denn sowas ernst? Das ist doch völlig normal heutzutage. Vor allem rechtfertigt er einen ernst gemeinten Diss-Track gegen einen Kumpel mit einem Turnier. Was hat das eine bitte mit dem anderen zu tun? Also darf dich jeder ab jetzt auch einfach so auf der Straße wegboxen, weil beim Boxen macht man das ja auch. Und das ist ja dann auch nicht ernst gemeint. Ich meine, das ist doch völlig normal heutzutage. Beziehungsweise... Ja, safe, den Punkt verstehe ich auch nicht, ne? Also klar, wenn jetzt irgendwie Freunde mal einen Diss-Track gegeneinander machen oder so, okay... Vielleicht kann man da irgendwo sagen, ja, okay, ist halt lustig gemeint.
Aber ich meine, das war ein Diss-Track, wo er ja wirklich auch mit richtigen Fronts um sich wirft, wo es dann einfach das nur Spaß ist. Es ist ja was anderes, wenn du es in einem Turnier machst, als wenn du einfach random einen Diss-Track hochlädst. Jeder Freund darf einfach Videos und Tracks gegen dich machen, wo sie die privatesten Inhalte raushauen, weil das ist ja vollkommen normal heutzutage. Wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Vor allem heult er dann rum, dass Herrasch seine Mutter beleidigt hat. Hä? Sowas ist doch vollkommen normal heutzutage. Wer nimmt das denn ernst? Genauso, dass er dich ja immer direkt beleidigt. Ich denke, sowas ist normal heutzutage. Wer nimmt sowas denn bitte ernst? Ach stimmt, du, weil du ihn jetzt genau damit schaden kannst. Du drehst dir deine Argumente und Meinung auch jedes Mal genauso. Ja, ich bin aber auch wirklich auf 180, muss man sagen. Ne? Also das Thema hat mich schon wirklich auch getriggert du anscheinend. Du gegenüber schlecht aussehen lassen kannst. Nennst Herrasch aber dann manipulativ. Alles klar, Alter. Dass du deiner Freundin fremdgegangen bist, das war kein Geheimnis. Das hast du nur nicht mir anvertraut, sondern all deine Freunde wussten das. Ah, also wenn das natürlich alle Freunde wussten, ist das natürlich nicht mehr privat, dann kann man das ruhig vor über 900.000 Menschen veröffentlichen, da hast du natürlich recht. Also Leute, wenn irgendjemand euch irgendetwas erzählt, dann ist es nicht mehr privat, dann könnt ihr das einfach bei einer großen Reichweite auch bei YouTube einfach veröffentlichen. Soweit zu seinem richtig schlechten Antwortvideo, wo er sich öfter widerspricht als Angela Merkel. Ich fasse euch meine Meinung zu dem Beef nochmal kurz in vier Zeilen. Erstmal Angela Merkel noch gedisst. Und im Finale eben fand ich es lustig, wie die zwei versuchen, um die Wette zu spitten. Mann, ich bin auch nur ein Mann und stehe halt drauf, wenn zwei Lesben sich... Und ist auch immer geil, wenn es zwischen Weibern Streit gab. Oh, teilweise dachte ich guck Sat 1. Zwei bei Calvers? Abgesehen von diesem Beef habe ich aber auch ein wenig Streit mit diesem. Ja, das Battle habe ich so oft gesehen. Ja, die Punches von Atzenkalle sind schon einfach geil gewesen. Und zwar habe ich dieses Bild hier hochgeladen gehabt, was mega gut von unserem Kumpel Kevin geworden ist. Also folgt ihm auf jeden Fall bei Twitter, der macht nur so geile Bilder. Dazu habe ich geschrieben, dass er mich abonnieren soll, weil ich so jemanden wie Miguel nicht in meiner Community haben will. Auf jeden Fall fand Miguel das anscheinend nicht so geil, weswegen er mich so circa 3 Minuten danach direkt blockiert hat. Also hat der Typ überhaupt keine Eier, nicht mal im Internet. Wie das wohl plötzlich in einem Video aussieht, wo er mit anderen auf cool machen kann? Jo Leute, übrigens, WagkuchenTV, der Typ, der die Bühne vorhin gestürmt hat bei KS Week und Krappi. Auf jeden Fall Grüße an dich, du kleiner Hure. Ich würde sagen, dein Körperbau ist stabil. Schass, falls ihr das Video von KuchenTV gesehen habt, ist auf jeden Fall Der was soll ich die Zuschauer machen? Also ich will darauf schon so 20.000 Dislikes sehen. Leute, auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, viele Grüße an dich. KuchenTV, du Hure. Okay, haut rein. Alleine dieses dämliche Huren. Aber im Statement-Video darüber aufregen, wenn jemand deine Mutter beleidigt oder was. Auch sein hässliches Gesicht manchmal, Junge. Erstmal das Gesicht des Junge, dein Gesicht, Alter, was ist das? Weg mit dir, Alter. Da könnte man einfach ganze Memes draus machen. Ja, Leute, viel Spaß dabei. Auf jeden Fall hat der Typ einfach null Eier dazu, irgendwas bei Twitter zu schreiben, sondern blockt ja, mich. Ja, gut, aber ich weiß, ich kann schon verstehen, warum sollte er mich da nicht wegblocken. Ich habe ihn einfach beleidigt, so, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Video, wo ich ja kaum drauf antworten kann, da kann er dann plötzlich wieder direkt große Fresse haben, wenn dann noch so ein unsympathisch TV neben ihm sitzt. Das Lustige ist, er sagt im Video, Jo Leute, übrigens, WagkuchenTV, der Typ, der die Bühne vorhin gestürmt hat bei KS Week und Krappi. Bühne vorhin gestürmt hat. Also muss er das am Freitag aufgenommen haben, weil wir am Freitag auf die Bühne gelaufen sind und er sagt, die sind vorhin auf die Bühne gelaufen. In seiner Videobeschreibung befindet sich ein Link, wo er dazu auffordert, mein erstes Video gegen KS Week zu disliken. Da das Video aber erst am Samstag gekommen ist, kann er dieses Video nicht gemeint haben, wenn er am Freitag dazu auffordert. Mimi oder was? Fordert es zu disliken, weil es da noch gar nicht existiert hat. Mal ganz abgesehen davon, dass es verboten ist, andere zu sowas aufzufordern. Er kann also gar nicht mein Statement-Video gemeint haben. Da frage ich mich doch, welches Video die Leute vorher disliken sollten. Vor allem zeigt sowas auch einfach deine minderwertige Intelligenz. Du forderst deine Zuschauer dazu auf, ein Video zu disliken, um auch nur ein Wort darüber zu verlieren. Leute wie du zeigen einfach, dass der Dislike-Button absolut nichts wert ist, weil keiner von dein paar Zuschauern, die dieses Video jetzt gedisliked haben, sich minimal mit dem Video oder dem Inhalt beschäftigt haben. Sinnloser Hate, ja. Weil du dich... Ich finde es aber halt auch einfach absolut unnötig, irgendwie rüberzugehen und irgendwelche Videos da zu disliken oder so. Ist halt einfach kindisch. Mich würde es aber tatsächlich interessieren, welches Video er gemeint hat mit dem Disliken tatsächlich. Also würde mich echt interessieren. Wahrscheinlich einfach irgendeins war oder so. Wahrscheinlich bei KS-Freak einschlagen. Das macht gar keinen Sinn. Ja gut, oder er hat schon damit gerechnet, dass irgendwas kommt. Jetzt vielleicht nicht so ein Video, aber generell ein Video, wo ich auf die Bühne gelaufen bin oder so. Er wusste ja, dass ich das Video später hochlade, logischerweise, oder dass da irgendwas kommen wird. Du redest ja nicht mal ein Wort über das Video oder sonst irgendwas. Vor allem, was sagst du zu Dislikes und Hates in deinem Video mit Herrasch? Uns ist völlig klar, dass wir gehatet werden. Das ist auch normal. Ganz ja, ehrlich, ihr könnt uns haten. Wir haben sogar nichts dagegen. Wir reden heute nicht nur über diesen oberflächlichen Hate. Wir haben nichts dagegen, wenn jemand sagt, okay, du ja, das ist in Ordnung. Jeder hat seine Meinung, klar. Ihr könnt uns finden, ihr könnt mich
bin. Das ist okay, wenn die das reinschreiben. Du sagst also, es ist vollkommen normal, Hate zu bekommen und dass es dir egal ist. Warum forderst du dann andere auf, mein Video zu disliken? Dich interessiert doch so ein oberflächlicher Hate überhaupt nicht. Oder interessiert es dich vielleicht doch und weil dich sowas stört, gehst du davon aus, dass es bei mir auch so ist? Er hat vor allem auch versucht, euch zu manipulieren. Euch zu manipulieren. Euch zu manipulieren. Euch zu manipulieren. Falls ihr das Video von KuchenTV gesehen habt, ist auf jeden Fall Sascha, was sollen die Zuschauer machen? Also ich will darauf schon so 20.000 Dislikes sehen. Euch zu manipulieren. Vor allem frontet der Typ mich, wegen meinem Körperbau. Junge, selbst ich würde dich noch locker in die Tonne stecken. Ihr wisst ja, Miguel und ich gehen immer trainieren. Jemand wie du will uns also echt... er geht trainieren. Weiß machen, dass er trainieren geht oder was? Was trainierst denn du? Deine Hacken für Sex oder was? Mal abgesehen von den beiden ehrenlosen Aktionen ist er ansonsten noch einfach der lebende Beweis, dass... Ey, ich habe noch nie so viele Timestamps aufgeschrieben, die ich zensieren muss. Man auf YouTube einfach gar nichts können muss, um berühmt zu werden. Und vor allen Dingen muss man nicht gerade intelligent sein. Seine Denkweise und seine Aussagen sind meistens sowas von unglaublich... Also ich muss sagen, bis auf die ganzen Beleidigungen, finde ich aber das Video sehr gut. Ne? Von den Punkten her habe ich ihn schon... Hops genommen. Hart beschränkt, dass man sich einfach wünscht, der Typ würde noch abgetrieben werden. Beispielsweise im Video, ich wurde fast erschossen. Zusammengefasst, die sind nach dem Training, Junge, als ob die trainieren gehen, nach Hause gefahren und wurden von der Polizei angehalten. Als der Fahrer das Handschuhfach aufgemacht hat, war dort eine Spielzeugpistole, also eine Software drin. Die Polizisten haben ihre Waffen rausgeholt und auf die beiden gezielt und das ist eigentlich schon alles, mehr ist da nicht passiert. An sich eine komplett nachvollziehbare Reaktion der Polizisten, oder etwa nicht. Ich persönlich fand's auch ein bisschen dumm, dass sie so einen Aufstand gemacht haben. Junge, ihr habt mich fast getötet vor Aufregung. Stimmt, weil die Polizisten müssen natürlich sofort eine echt aussehende Spielzeugpistole von einer echten Pistole unterscheiden. Vor allen Dingen in einem Handschuhfach, was dunkel ist und wo man die Waffe nicht mehr richtig sieht. Natürlich holen sie dann ihre Waffen raus. In dem Moment müssen die davon ausgehen, gutes Bild, dass auch die Waffe echt ist und dass einer von euch eventuell noch eine Waffe dabei hat. Natürlich holen sie dann ihre Waffen raus zu ihrer eigenen Sicherheit. Daran ist überhaupt nichts übertrieben. Ja, safe. Also vor allem, wer hat überhaupt eine Spielzeugpistole im Handschuhfach? Vor allem, wenn da so ein Typ drin sitzt, der einfach wie der größte Wannabe-Gangster-Lappen überhaupt aussieht. Was ich bei Miguel aber am schlimmsten finde, ist einfach die Tatsache, dass er seine Product-Placement sich kennzeichnet. Zum Beispiel Fußball-Challenge, die by the way von ihm ist. Also er hat die erste Fußball-Challenge auf YouTube gemacht, alle anderen haben von ihm abgeguckt, ja? Nur, dass wir das nochmal klargestellt haben. Die machen so drei Aufgaben, alle Standardmüll, aber mitten im Video fängt er dann an, von einer App zu reden. Einfach so aus dem Nichts. Ist natürlich klar, dass es sich hierbei um ein Product-Placement handelt. Mich haben diese Leute auch angefragt, aber ich meinte dann nein, weil eine Fußball-App nicht wirklich auf meinen Kanal passt. Aber hey, ich habe sogar Werbung gemacht. Ich glaube, das war OneFootball damals. Für die habe ich sogar ein Placement gemacht. Das war sogar richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob das noch online ist. Aber das war ein sehr, sehr kreatives Placement. Also das würde ich sagen, ist so Kreativität auf Platz 1 auf jeden Fall. Aber wo wurde das Ganze gekennzeichnet? Oh, überhaupt nicht. Mensch, wie geht das denn? Er macht also genau das, was bei Beauty-YouTubern immer kritisiert worden ist, aber niemanden interessiert. Ja, sowas finde ich halt echt unnötig einfach, ne? Also. Und das ist nicht mal das einzige Mal. Fußball-Challenge plus Bestrafung, Online-Headball, ebenfalls ein ganz klares Product-Placement. Nicht gekennzeichnet, aber wen juckt's? Niemanden. Aber Hauptsache bei Bibi und Dagi direkt die Fresse aufreißen, wenn es auch nur so vorkommt, als könnte da ein Werbepartner im Spiel sein. Übrigens ist das schon vom deutschen Recht her nicht erlaubt. Jeder von euch könnte jetzt also zur Polizei gehen und den Typen anzeigen. Viel Spaß dabei. Ehre. Weil sowas muss nämlich gekennzeichnet sein, laut YouTube-Richtlinien ebenfalls. Dazu boah, wann kommt eigentlich mal wieder eine Beleidigung von mir? Ich muss seit 2,5 Minuten gar nichts zensieren. So ist der Typ auch einfach noch dümmer als ApoRed. Er hat ja ein Video zum Bombenprank gemacht, wo er einfach nur sein Merch bewirbt. Miguel macht einfach exakt das gleiche, aber wieder interessiert das hier einfach kaum jemanden. Das Video InScope hasst mich. Schön Catslog und klickgeiler Titel gewählt. Er beantwortet die Frage direkt, wirklich direkt am Anfang, dann geht es erstmal 5 Minuten um irgendwelche Merch-Artikel von ihm, bis er dann nochmal kurz auf InScope zu sprechen kommt. Und warum macht man das so? Na, weil es die meiste Aufmerksamkeit bringt. Ist doch klar, dass so ein vorgetäuschter B von deiner Seite wieder einiges an Klicks bringt, wobei 550.000 für so einen Titel sogar noch recht wenig sind. Damals ja, ja, 550.000 Klicks, Alter, ist ja wieder nicht zu sagen, verstehe nicht mal auf. Direkt am Anfang deinen eigenen Titel mit Nein beantwortest, was direkt zeigt, dass du einzig und allein auf Klicks und Profit aus bist. Sein bisher fremdschamerregendes Video war allerdings sein Baden in 50 Kilogramm Chicken Wings. Seine Aussage am Anfang fand ich dazu auf jeden Fall mega nice. Und zwar machen fast alle YouTuber momentan irgendein krasses Baden in Nutella, Baden in Bilou, Baden in Pferdesch... Jedenfalls hat das ja alles so mit Simon Desue gestartet. Grüße an dich, Sega. Und dann dachte ich mir so, okay, ich brauche auch so ein...
Formaten. Wie kann man einfach von anderen etwas nachzumachen, aber sich dann darüber zu beschweren, wenn andere etwas von einem selber nachmachen, dessen Idee nicht mehr Spiel mit dem Nachpasskind und dir selber das kommt, weil du es auch nur nachgemacht hast. Vor allem badet er in 4 KFC-Buckets. Es sind aber insgesamt 50 Kilogramm Chicken Wings. Also rechnen wir 50 durch 4 und haben endlich herausgefunden, ein KFC-Bucket wiegt ganze 12,5 Kilogramm. Ja, Digga, ist klar. Außerdem ist Miguel anscheinend super stark. Guck mal, wie locker er einfach 12,5 Kilo fängt. Er hat nicht mal minimale Mühe dabei, als alle 4 Eimer mit insgesamt 50 Kilogramm Chicken Wings auf seinen Armen lasten. Der Typ muss einfach ein Saiyajin sein. Das Video zeigt aber wenigstens richtig den Unterschied zwischen Werbung und Realität. Dein Thumbnail ist die Werbung und das ist die Realität. Toll, du sitzt in der Badewanne mit ein paar Chicken Wings. Was zum Leute daran bitte interessiert. Ich check's auch nicht so. Das Video hat ja wirklich einen riesigen Shitstorm auch gemacht damals. Das muss man dazu sagen, auch, also natürlich zu Recht so, ne? Also, es ist einfach Essensverschwendung. Ne? Er selber hat gesagt, dass er kurz vor Schluss irgendwie da hingegangen ist und die Sachen sowieso weggeworfen haben. Gut, kann man im Endeffekt halt nicht beweisen, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich find's aber auch einfach unnötig. Vor allem, also, weiß ich nicht, sehe da keinen Sinn drin. Sand, das ist weder lustig noch sonst irgendwas. Das ist einfach auf Dschungelcamp-Niveau. Und die Leute, die Miguel feiern, regen sich wahrscheinlich hobbymäßig darüber auf, was bei RTL so läuft. Vor allem geht diese einfach 8 Minuten 45, fast 9 Minuten mit dem Inhalt, dass du dich in ein paar Chicken Wings setzt. Junge, ist das verfickt nochmal dein Ernst? Wie kann man so einen inhaltlichen Müll so krass strecken? In diesem Fall sind sogar mega viele Tiere allein dafür gestorben, dass du dich mit dem Lebensmittel in die Badewanne setzt. Das ist eigentlich ziemlich pervers, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Vor allem gibt es auch einfach genug Menschen, die gar kein Essen haben und du badest einfach... Ja, gut, okay, das Argument finde ich aber dumm zu sagen, ja, andere haben kein Essen, so, weil egal, ob er dieses Video gedreht hat oder nicht, also er hat den Leuten damit ja jetzt ja nichts weggenommen, so die hätten das ja trotzdem nicht gekriegt. 50 Kilogramm Chicken Wings, wow, richtig stark von dir. Aber solltest du ein Antwortvideo auf dieses Video machen, bitte erkläre uns, wie du ja, auf die 50 Bilder Kilogramm halt. Chicken Wings kommst. Wenn diese Frage in deinem Video nicht beantwortet wird, dann bist du einfach der größte Lappen auf ganz YouTube und hast zugegeben, dass ich mein Video hat. Vielleicht hat er allerdings auch einfach nur sein eigenes Gewicht dazugerechnet. Ich meine, unser kleines, armes Hühnchen. Aber zusammen sollte der selbst dann nicht über 30 Kilogramm kommen. Ich bin einfach nur ein Typ in seinem Zimmer, der Videos macht und sie gern aus Spaß online stellt. Okay, du willst uns also sagen, du hast Spaß daran, diese Videos zu drehen. Du hast also Spaß daran, dich in 100 Eis am Stiel zu setzen oder mit Chicken Wings von KFC zu baden. Du hast Spaß daran, in Chicken Wings von KFC zu baden. Also wenn dir sowas wirklich Spaß macht, dann solltest du aber sowas von schnell in die Psychiatrie eingewiesen werden. Ohne Spaß. Das könnte einfach eine Hilf-mir-Folge sein. Vielleicht macht es ihm aber auch einfach nur Spaß, mit falschen Titeln Klicks abzugreifen. Zum Beispiel bei seinem Meine erste Wohnung Video. Natürlich ziehen solche Videos meist einige Zuschauer an, da man natürlich sehen will, wie ein YouTuber so wohnt. Vor allen Dingen, weil man ja immer davon ausgeht, dass die so richtig reich sind. Aber was filmt er richtig? Irgendein Hotelzimmer. Und das verkauft er als fucking erste... Digga, was? Okay, das ist schon echt wack. Wohnung, zumindest so zur Hälfte. Warum feiert... Schlecht gealtert mit der Psychiatrie, safe, Digga. Einen Typen, der seine eigenen Fans durchgehend verarscht. Und selbst wenn er sagt, ey, das war doch nur als Witz gemeint. Was ist denn daran witzig? Der Zuschauer wurde trotzdem verarscht und hat irgendwas anderes erwartet. Man merkt einfach total, dass ihm alles scheißegal ist. Hauptsache die Klicks und Abonnenten stimmen. Das zeigt einfach jedes einzelne seiner Videos. Vor allen Dingen ist der Typ sogar zu dumm, um 10 Arten von Videos richtig zu machen. In diesen Videos geht es darum, 10 Arten von einer Sache darzustellen, also wie verschiedene Personen bei einer gleichen Sache anders handeln, aber immer so, dass es diese Leute auch wirklich gibt. Das macht Bullshit TV zum Beispiel meist richtig gut, vor allen Dingen, wo sie verschiedene Autofahrer zeigen. Miguel ist selber für sowas zu macht 10 Arten von Poolspringern. Normalerweise stellt man jetzt die einzelnen Gruppen vielleicht etwas überspitzt dar, was weiß ich, der Trickser, der langsame Reingeher und was weiß ich, was Miguel allerdings macht, ist mehr Fremdscham als alles andere. Natürlich, ich meine, wer kennt diese Leute im Schwimmbad denn bitte nicht? Selbst für solche Videos bist du einfach zu dumm. Herzlichen Glückwunsch. Und der Typ ist schon sehr weird da. Man merkt halt, keine Ahnung, ja, soll halt wahrscheinlich irgendwo lustig sein. Ja, Raupen rollen sich halt nicht so, was soll ich euch sagen? Das sind ja auch keine Arten von Springern, die es halt gibt. Gut, jetzt kann man natürlich diskutieren, muss es die denn unbedingt geben, wenn das Video unterhaltsam ist, aber als man merkt, dass er sich wirklich nicht wirklich Mühe dafür gegeben hat, ne, und dass er da einfach nur gesehen hat, okay, die Videos kommen gerade an und deswegen mache ich es auch. Sagt in seinem Video gegen Herrasch einfach, dass Qualität sich irgendwann durchsetzt. Von was für einer Qualität redest du in deinen Videos bitte? Weil die
bisschen geschnitten sind. Ein weiterer irreführender Titel ist übrigens sein 1000 Euro auf Malle geklaut Video. Das ist ein 18-minütiger Vlog, wo die beiden in Malle sind. Zwar wurden die wirklich abgezogen, was ich euch auch wirklich gönne. Und dieses Thema geht es allerdings nur maximal 2 Minuten kurz vorm Ende des Videos. Aber hey, so kann man halt am meisten Klicks abstauben. Ach ja, naja gut, aber das würde ich halt auch nicht kritisieren. Also es ist ja so gesehen kein Clickbait, solange sie das auch tatsächlich ansprechen in dem Video, egal wo. Ist ja klar, dass du jetzt bei einem Vlog auch das in den Titel schreibst, was halt einfach am spannendsten ist. Und selbst wenn du das nur am Ende darüber, wenn du nur am Ende darüber redest, ist es ja trotzdem in dem Video drin. Falls ihr denkt, hä, die Story ist doch eh gelogen, diesen Beweis kann wirklich keiner von euch kaputt machen. Leute, ihr glaubt uns nicht, ich zeig euch das. Gönnt euch das jetzt. Leute, gönnt euch das jetzt. Einfach, die Scheine waren einfach weg. Also ich meine, er zeigt sein leeres Portemonnaie. Also das ist einfach der Beweis. Man hätte das Geld niemals vorher rausnehmen können. Ist das offensichtlich muss geklaut worden sein. 100%ig. Warum verarschen wir nochmal deine Zuschauer? Weil es Klicks bringt. Und jetzt mach weiter, Mann. In seiner Fußball-Challenge sind übrigens dann plötzlich so 10 kleine Kinder ins Video gelaufen. Guck sie dir mal an, Miguel. Das sind die Kinder, die du durchgehend verarscht und anlügst, damit du Klicks bekommst. Aber bei anderen kannst du dich ja wieder über sowas beschweren. Ich sehe jetzt schon andere große YouTuber, die diesen Panda-Remix benutzen und behaupten, sodass sie den zuerst benutzt hätten. Fake! Spaß, Mann, mach mir ruhig nach. Ach so, jemand, der also alle seine Formate, seinen Style und eigentlich alles von anderen kopiert, beschwert sich hier unterbewusst, wenn andere jetzt auch plötzlich diesen Remix benutzen. Was keiner gemacht hat, weil er ist genauso wie du. Jetzt sagt euch noch Marvin oder besser gesagt Omji erstmal, was er vom Nico erhält. Seine Link findet ihr in der Videobeschreibung. Macht doch heute noch die Tausend. Ja, das überspringen wir tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass der so lange über den geredet hat. Das Ding ist, er beleidigt ihn halt wirklich tatsächlich einfach nur. Ey, es ist ein Geodistrack am Ende noch drin. Da gucken wir auf jeden Fall nochmal. Disrespect, weil es mich nicht interessiert, wie dein lächerlicher Name ausgesprochen wird. Okay, thanks, bye. Ach ja, Miguel, sag uns doch mal was über dein Arschloch nach diesem Video. So sieht ungefähr jetzt mein aus vor dem Video. Und dann kam Kuchen und hat einfach so einen riesen Schwach. Jetzt ist mein Arsch.